und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, eure Wolf-Jun-Reporter. Valentin, Lena und Lea. Und auch heute haben wir wieder etwas Spannendes vor. Jeder von euch kennt es doch. Heutzutage läuft doch alles digital. Und was, und vor allem noch viel spannender, wer steckt da eigentlich dahinter? Wir sind heute unterwegs im Bereich IT bei Wolf. Und das Besondere ist, dass wirklich jeder Mitarbeiter, egal wo er arbeitet, bei Wolf mit der IT was am Hut hat. Cool, oder? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und da haben wir sie alle gleich mal mitgebracht. Die IT-Expertengruppe von Wolf. An den unterschiedlichen Farben könnt ihr erkennen, es gibt vier verschiedene Teams im Bereich IT. Das Team IT-Infrastruktur. Das Team Konfigurator. Das Team SAP. Und das Team Dokumentenmanagement. Sowie den Leiter des Bereichs IT, Herr Ruland. Und was die Kolleginnen und Kollegen alles so machen, das finden wir heute heraus. Ich bin jetzt hier beim Team Dokumentenmanagement bei Armin Kuffer und Holger Holzhausen. Ihr heißt Team Dokumentenmanagement Entwicklung. Was kann ich mir darunter vorstellen? Und das jetzt bitte für Normalos. Also wir betreuen verschiedene Systeme, Einkaufssysteme, Angebotssysteme. Im Augenblick sind wir gerade am System, an einem Projekt dran. Projektmanagement und CRM, das klingt ja schon sehr speziell. Hat ein Customer was mit Kunde zu tun? Denn damit kennen wir Reporter uns aus. Das letzte Mal waren wir im Vertrieb. Ja, da hast du recht. CRM, Customer Relationship Management, hat ganz, ganz viel mit Kunden zu tun. Das heißt, übersetzt ja auch Kundenbeziehungsmanagement im Endeffekt, ja. Mhm. Und betrifft auch in großem Maße unseren Vertrieb, ja. Ziel ist es nämlich, die ganzen Informationen, die man braucht, um den Kunden bestmöglich zu betreuen, ja, versuchen wir mit einem CRM-System abzubilden und diese Informationen einfach softwaretechnisch in einem System zusammenzuführen, damit der Vertrieb bestmöglich seine Arbeit machen kann. Und warum ist es jetzt so besonders, dass das ein Projekt ist? Wenn man die direkte Umsetzung betrachtet, also wenn jemand anruft und sagt, kannst du mir das und das machen oder denen die Berechtigung teilen, dann machen wir das sofort. Wenn es aber größere Sachen sind, also wenn man da langfristig planen muss, mehrere Abteilungen sogar mit in Bezug nehmen muss, dann wird es ein Projekt. Man muss sich auch Gedanken darüber machen. Danke, das war jetzt echt ein interessantes Gespräch. Hallo, hier bin ich beim Reinhold Weinzierl vom Team Konfigurator. Grüß dich. Hallo Reinhold, du bist Softwareentwickler. Das klingt ja irgendwie ein bisschen hip. Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Was ich den ganzen Tag mache, das fragt mich meine Frau auch. Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Letztendlich sorge ich dafür, dass Klimageräte konfiguriert werden können. Darum auch der Name Konfigurator. Das scheint ja ein sehr großes Softwareprogramm zu sein, dieser Klimakonfigurator. Was ist denn das genau und ist es kompliziert? Er ist über lange Zeit gewachsen. Kompliziert ja, aber wir versuchen alles, damit das er leicht zu bedienen ist für den Anwender. Okay. Es gibt sogar Webseiten, die kannst du bedienen. Da klickst du einfach nur auf die Webseite drauf, sagst fertig und dann läuft der Konfigurator los und macht es. Wer nutzt diesen Klimakonfigurator? Was ist aus deiner Sicht das Coolste an der Software sozusagen? Das Coolste an der Software ist, dass es funktioniert. Das Coolste ist, dass relativ viele Leute nutzen. Also den ersten Konfigurator, den ich per Mail verschickt habe, der ging nach Saudi-Arabien. Das war lustig, cool. Die haben wir weltweit, innerhalb Deutschlands, die ganze Firma. Jeder, der beim Wolf irgendwas mit Klima zu tun hat, kennt das Programm. Möchtest du überhaupt einmal sehen, was das überhaupt ist? Ja, gerne. Ich sag dir das einmal. Der letztendlich ist in drei Klicks ein Herz sagt.
schaut das aus? Geht ganz fix. 1, 2, 3. Wenn Sie jetzt meine Angebote, meine Anwender sehen, dann sagen Sie, so schnell geht das fein nicht. Okay, das war's auch schon. Also, das war ein sehr interessantes Gespräch. Komm wieder mal vorbei. Mach ich. Fertig. Fertig. Wir sind jetzt bei dem Team SAP, bei Tina Galster. Hallo Tina. Hallo Lea. Und, hast du uns schon erwartet? Ja, ich habe heute gewusst, dass ihr kommt. Wir sind total neugierig. Was heißt denn eigentlich SAP? Ja, SAP steht eigentlich für Systeme, Anwendungen und Produkte und ist halt so eine gängige Abkürzung für unser Warenwirtschaftssystem, in dem wir alle Geschäftsprozesse von der Firma abbilden. Okay. Was machst du so eigentlich in einem System? Ist das System nicht fertig? Doch, das System ist eigentlich eine Standardsoftware, das kann man fertig kaufen. Aber damit das auch auf die Bedürfnisse vom Wolf passt, müssen wir da Einstellungen machen und neue Programme programmieren. Aha, und was passiert, wenn das System SAP nicht läuft? Dann ruft normalerweise jemand bei uns an oder schreibt eine E-Mail. Und da müssen wir mit dem Fachbereich zusammen eine Lösung finden und den Fehler dann beheben. Okay. Und, da haben wir es schon, ruft schon jemand an. Schauen wir mal, was los ist. Hallo Christine. Hi Tina, ich muss eine Rechnung bearbeiten, aber ich sehe die leider nicht in SAP. Kannst du mir sagen, wo das liegt? Du siehst die Rechnung nicht im SAP? Nein. Du, ich darf sagen, ich habe gerade die Lea von die Junior Reporter bei mir stehen. Ja. Wir kommen vielleicht einfach mal zu dir rauf. Ja, dann gern. Sieht die das auch gleich, wie es bei uns im Fachbereich so ausschaut. Und dann schauen wir uns das Problem zusammen an. Alles klar. Okay. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Hi Christine. Hi. Hi, ich habe dir die Lea noch mitgebracht, die von den Junior Reportern, die schaut heute zu. Gut. So, wo ist jetzt das Problem? Also, mir hat jemand eine Rechnung geschickt und ich kann es leider nicht bearbeiten. Okay, ich weiß nicht, an wo es das liegt. Dann schauen wir mal. Weißt du irgendwie, von wem die Rechnung ist? Nein, ich habe nur eine E-Mail gekriegt, dass ich eine neue Rechnung zur Bearbeitung habe. Okay. So, dann schauen wir mal rein. Ja, also das schaut ganz danach aus, als hättest du die Vertreterregelung nicht aktiv. Mhm. Und dass deine Rechnung jetzt an deinem Web-User gegangen ist und deshalb siehst du die jetzt im SAP nicht. Kannst du mir das dann einstellen? Ja, das können wir einstellen. Das haben wir gleich. So, jetzt soll es eigentlich funktionieren. Vielleicht magst du mal kurz ausprobieren, ob du die Rechnung jetzt siehst und freigeben kannst. Alles klar. Ja, super. Jetzt sehe ich es. Perfekt. Dankeschön. Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tina. Das war sehr informativ. Gerne wieder. Tschüss. Tschüss. Hey, wir sind jetzt in der Abteilung IT-Infrastruktur im Config-Raum bei Manuel Mosch. Hi. Hallo. Grüß euch. Servus. Was läuft denn bei dir da am Rechner gerade so? Also generell, wir sind in unserem Config-Raum unten. Was ihr hier gerade seht, ist unsere automatische Softwareinstallation, wo ein Rechner komplett automatisiert installiert wird. Und ansonsten wird hier unten, wie man gerade relativ schön sieht, unter anderem die Hardware repariert. Zum Beispiel verschiedene Drucker, Laptops oder was auch sonst gerade bei uns ansteht. Cool. Genau. Ansonsten kommt jetzt dann gleich mein Kollege, der Kurt, und nimmt euch noch mit ins Rechenzentrum. Hallo Junior Reporter, habt ihr Lust, das Rechenzentrum anzuschauen? Ja. Dann kommt mit mir. Ciao. Ciao. Ciao.
Hallo, jetzt sind wir in der IT-Infrastruktur im Rechenzentrum mit Kurt Wunschweiger. Kurt, was ist denn das für eine Maschine? Das hier sind unsere Server. Hier speichern wir die Daten für das gesamte Wolf-Unternehmen. Okay, aber kannst du es mir auch in Nicht-IT-Sprache sagen, erklären? Immer wenn du auf deinem PC oder ein Mitarbeiter der Firma Wolf auf seinem PC irgendwas speichert, landen diese Daten auf einen dieser Festplatten. Somit kann nichts verloren gehen und alles ist bei uns sicher aufgehoben. Und warum blinkt es hier alles so viel? Immer wenn jemand was schreibt oder irgendwas liest von diesen Festplatten, leuchtet das Lämpchen aus. Außerdem sehen wir dann auch immer, ob alles richtig funktioniert. Und warum pustet ihr hier Luft aus dem Boden? Das ist doch irgendwie komisch. Alle diese Geräte erzeugen durch den Strom Wärme. Und irgendwie müssen wir das kühlen. Dazu haben wir hier große Klimaanlagen und die kalte Luft kommt von unten aus dem Fußboden raus und klimatisiert den Raum. Und was ist deine Aufgabe? Also was machst du denn genau in diesen Schränken? Ich und mein Team, wir versuchen alles hier am Laufen zu halten. Wir sichern diese Daten und warten alle Systeme hier im Haus und schauen, dass alles vernünftig läuft und dass die Firma alle ihre Daten zugreifen kann. Lass uns auch mal in den anderen Raum schauen. Komm, geh mit. Das ist unser Netzwerkschrank. Jeder einzelne Computer, der bei uns in der Firma Wolf steht, hat ein Netzwerkkabel. Und alle diese Kabel enden hier in diesem Schrank. Die Schaltzentrale der Firma Wolf. Ja, das war's auch schon. Danke für das interessante Gespräch. Das war ein total spannender Tag im Bereich IT bei Wolf. In den Teams IT-Infrastruktur, Dokumentenmanagement, SAP und Konfigurator haben wir viel gesehen und gelernt. Eines ist sicher, ohne IT läuft hier nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße und bis bald. Eure Wolf Junior Reporter.